Hallo, mein Name ist Andreas Klotz von OGET Agrar und ich möchte nun über den Pflanzenschutz sprechen von einer Kultur, die sich immer der Sonne zuwendet, die Sonnenblume. Ja, beginnen möchte ich mit dem Herbizid im Vorauflauf. Gängige Mischung ist das Stomp plus Spektrum. Spektrum mit 0,75 und Stomp mit 2,5 Liter. Ist eine Komplettlösung auf Unkräuter, aber auch Ungräser. Wichtig ist nur, dass man es ziemlich schnell nach der Saat macht, also bis 3 Tage nach der Saat. Eine Alternative dazu ist Boxer plus Stomp, auch sehr preislich interessant mit 3 Liter Boxer und 2 Liter Stomp. Wer ein bisschen höherpreisig fahren möchte, auch Flughofer vielleicht das Problem ist, der kann mit 2 Liter Stomp plus 3 Liter Bandur fahren. Sollte man eine resistente Sorte haben, von der Pioneer zum Beispiel gibt es resistente Sorten, die auf Express resistent sind oder auch Pointer SX genannt. Da kann man im Nachauflauf auf Unkräuter, aber auch auf die Distel, hat man da die Möglichkeit, entweder eine einmalige Behandlung mit 45 Gramm zu machen oder Splitting mit 2 × 30 Gramm. Wer die Clearfield-Sorten hat, Clearfield-Plus-Sorten, der kann auch mit einem Pulsar-Plus die Nachauflaufbehandlung machen. Entweder einmalig mit 2 Litern, reduziert 1,6, oder zweimal 1 Liter, in dem Fall die reduzierte Menge zweimal 0,8 Liter. Die Gräser am sichersten ausschalten kann ich mit Starcycloxidim, also das Focus Ultra und ein Öl dazu. Preis-Leistung-mäßig ist die beste Lösung Agil 100 plus Öl mit 0,75 plus 2 Litern. Ja, der volle Körnerertrag in der Sonnenblume wäre erwünschenswert. Da kann ich bei der Saat schon mit dem Sultanic Granulat arbeiten. Vor allem dann, wenn ich mit Bodenschädlingen ein leichtes Problem habe, da kann ich über die Wurzelentwicklung mit 15 Kilogramm Sultanic G oder alternativ mit 3 Liter Sultanic E arbeiten. Plantonik ist für die Widerstandsfähigkeit der Pflanze vorbeugend die Ertragsentwicklung, aber auch Pflanzengesundheit mit 4 Litern. Schauen wir uns das an auf den Überblick. Ja, Sultanic und Plantonik haben wir angesprochen, aber im Nachauflauf auch möglich ist das Salus Plasma mit 1,5 bis 2 Litern. Das vor allem dann, wenn man im Nachauflauf auch eine Herbizidbehandlung machen möchte oder sehr stark an Druck und Stress leidet, als sinnvolle Variante ist. Ja, sollten noch Fragen offen geblieben sein, bitte meldet euch bei uns. Ansonsten wünschen wir euch ein gutes Sonnenblumenjahr 2021.